Also was Farben angeht, machst du heute keine Gefangenen, ne? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ibanez Halbakustik? Richtig, ja. AS-Serie. Genau. Lange Tradition. Ich meine, Pat Metheny, George Benson, super Ikonen. Ne? Richtig. Haben immer Ibanez gespielt. Richtig, ja. Ja, und jetzt stehen wir hier mit deiner rosa Gitarre. Ja, die jetzt vielleicht George Benson und Pat Metheny nicht spielen würden, aber es gibt ja andere, ich glaube so Richtung Punk, Pop, was auch immer, wo die Gitarren genau reinpassen. Genau. Die Serie heißt Artcore Vibrante und wie es der Name schon erkennen lässt, geht es eben genau darum, nämlich um vibrierende, um möglichst eye-catching Farben. Ne? Also das soll möglichst hängen, das soll möglichst einen großen Effekt erzielen und das sind richtig wertige Instrumente zum kleinen Kurs, die kommen mit einem Sapele Body, also komplett die Zargen, Bodendecke ist komplett aus Sapele. Wir haben ein Lorbeer-Griffbrett, wir haben die Ibanez Infinity Pickups, die auch in vielen, vielen Modellen verbaut sind. Wir haben eben mal kein Logo auf der Kopfplatte, was auch interessant ist. Das haben wir nämlich bei vielen Modellen und hier haben wir gesagt, weniger ist bei denen mal mehr. Ne? Wir halten es da nicht mit irgendwie Malmsteen, How can less be more? More is more. More is more. Sondern in dem Fall less is more. Und das Coole an den Gitarren ist einfach, dass wir wirklich die komplette Farbpalette abdecken. Ne? Wir haben ein Shocking Pink oder Shell Pink, wie man es so schön nennt. Wir haben ein schickes Blau. Wir haben ein Rot, was fast ins Orange geht. Und wir haben auch noch ein sehr, sehr schönes Seafoam Green. Da gehen wir mal ganz kurz rüber, Olli. Mhm. Sowohl bei einem Bass in dem Bereich, als auch dann hier bei dieser, die AS63T. Die kommt nämlich mit einem... Gut, jetzt geht es meinen Augen schon wieder besser. Ne? Mit Bixby. Ist doch eine coole Farbe. Die Farbe ist okay. Ja. Die ist okay, genau. Nein, ein tolles Instrument für Einsteiger und auch für die, die einfach mal eine Semi-Hollow probieren wollen, ohne jetzt sich gleich in riesige Unkosten zu stürzen. Und mit den Farben, kann man schon auch mal ein bisschen was Poppigeres spielen. Wie man das? Artcore. Artcore Vibrante. Vibrante.